Hey ihr Lieben, heute kommt mal ein etwas anderes Video von mir, denn ich habe heute mal ein Food Diary für euch. Und zwar zeige ich euch einfach mal alles, was ich am Wochenende so zu mir genommen habe. Und wenn euch das Video gefällt und ich sowas vielleicht öfter mal machen soll, dann lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Oder auch, wenn ihr für ein bestimmtes Gericht nochmal ein extra Rezeptvideo haben möchtet, dann schreibt mir das auch gerne. Ich wünsche euch dann jetzt ganz viel Spaß mit dem Video und vielleicht ist ja die ein oder andere Idee auch für euch dabei. Bis dann! Guten Morgen, Zeit fürs Frühstück und ich mache mir morgens eigentlich seit bestimmt schon einem Monat immer das Gleiche, weil es einfach so köstlich ist. Und zwar nehme ich ein so ein Schälchen von diesem griechischen Joghurt, Elinas Joghurt nach griechischer Art, und zwar mit Honig. Das gibt es im Viererpack eigentlich in jedem Supermarkt zu kaufen. Und davon mache ich mir eins rein. Ich finde das super praktisch, weil früher habe ich immer Joghurt genommen und das dann noch mit Honig gesüßt. Und jetzt ist es einfach alles gleich zusammen. Das ist perfekt. Das liegt jetzt gerade in der Schale schon hier drunter. Dann mache ich mir immer eine Banane und so ein paar Erdbeeren. Meistens nehme ich da einfach so drei Erdbeeren und schnippel mir die so damit rein. Und dann kommen jetzt hier noch so ein paar Haferflocken mit rein. Die sind jetzt von Alnatura. Einfach die ganz normalen, feinen Haferflocken. Und ein bisschen Zimt kommt noch drüber, weil ich Zimt einfach liebe und es ist ja auch gut für den Stoffwechsel. Und deswegen gebe ich mir davon einfach noch ein bisschen drüber und es ist so lecker und es macht einfach total satt durch die Banane und auch durch den Joghurt. Und so sieht das dann fertig aus und es ist einfach so schön ballaststoffreich und gibt euch einfach schon super viel Energie für den Tag. Hey, jetzt gibt's meinen Mittag und heute habe ich mir mal ein bisschen Rührei gemacht. Ich liebe einfach Rührei und das ist gut für die Muskeln. Und dann habe ich mir noch zwei so Knäckebrot gemacht. Und zwar eine mit Käse und das andere mit so ein bisschen Schinken und noch so ein paar Cherry-Tomaten obendrauf und ein bisschen Lauch, weil ich liebe, liebe, liebe Lauch. Ich nehme für mein Knäckebrot übrigens immer diese hier, leicht und kross, mein Knusperbrot. Und zwar habe ich hier jetzt mal Roggen ausgewählt. Für alle, die das interessiert, die haben, hier haben glaube ich 4 Scheiben irgendwas bei 100 Kalorien. Pro 4 Scheiben 103 Kalorien. Ja, und das lasse ich mir jetzt schmecken. Wir haben es jetzt 3:30 nachmittags, Zeit für einen kleinen Snack, bevor es dann Abendbrot gibt. Und normalerweise hätte ich mir jetzt immer irgendwie irgendwas Süßes geholt, aber seit ein paar Monaten versuche ich jetzt einfach an dieser Stelle ein paar Früchte zu essen. Und ich mache mir in letzter Zeit ganz gerne 2 Orangen und eine Kiwi zusammen in meinen super klasse, großartigen Mixer. Und mache mir dann einfach so eine Art, ja, keine Ahnung, Smoothie. Und den schlürfe ich dann und danach fühle ich mich einfach immer so richtig, richtig gut, so richtig voller Energie. Es gibt halt super viele Vitamine und ja, weitaus gesünder als irgendwie ein Stück Kuchen oder sowas. Sieht das nicht lecker aus? Yum, 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 yum. Heute gibt es zum Abendbrot Lachsfilet mit Gemüse. Da habe ich einfach das Lachsfilet erstmal so für ungefähr 20 Minuten, eine halbe Stunde einfach alleine mit ein bisschen Öl, Salz und Pfeffer gewürzt und dann einfach alleine in der Folie gelassen und in den Ofen geschoben, weil es unaufgetaut war, das Filet. Und dann habe ich so nach 20 Minuten so ein bisschen Gemüse dazu gegeben. Da ist jetzt drin Tomaten, Möhren, was habe ich noch reingemacht? Zucchini und Lauch, also so Lauchzwiebeln. Dann habe ich das nochmal ein bisschen gewürzt, nachgewürzt, einfach nur mit Salz und Pfeffer und ein bisschen Öl drüber gegeben. Und dann habe ich zum Schluss noch Kräuterbutter drüber gemacht, richtig geil. Und es dampft total und ja, das werden wir uns jetzt schmecken lassen. Guten Morgen, heute habe ich mir mal mein Frühstück im Mixer gemacht, beziehungsweise habe es gleich vor. Ich mache mir einfach ab und zu auch gerne mal so einen Frühstücksshake. Im Prinzip ist da fast das gleiche drin, wie wenn ich den Joghurt morgens esse. Da ist jetzt eine Banane drin, dann 4 mittelgroße Erdbeeren. Dann habe ich so eine kleine Kaffeetasse, diese hier. Diese kleine Kaffeetasse voll Milch dazu gegeben, fettarme Milch. Und dann habe ich noch ein paar Haferflocken reingemacht, wie immer. Und ja, das mixe ich mir jetzt und dann ist das sozusagen mein Frühstücksdrink. Und noch ein paar Haferflocken und ein bisschen Zimt. So sieht das Ganze dann aus. So lecker.
Das ist mein heutiges Mittagessen und das Essen dampft noch. Ich hoffe, die Linse beschlägt jetzt nicht gleich wieder. Ich war gerade beim Sport, deswegen nehme ich da immer ganz gerne ein bisschen Eiweiß zu mir und habe mir einfach 2 Eier in die Pfanne gehauen, so als Bratei, ein bisschen mit Salz und Pfeffer gewürzt. Und dann habe ich mir dazu eher so ein bisschen Resteverwertung, aber ich finde sowas immer total lecker. Bei uns bleiben irgendwie an Gemüse immer viele Tomaten übrig und noch eine halbe Zucchini. Und deswegen habe ich mir das einfach zusammen auch in den Topf gegeben und ein bisschen mit Salz und Pfeffer gewürzt, ein kleines bisschen Olivenöl dran gemacht. Und dann habe ich das kurz angebraten und dann habe ich noch die letzten 2 Minuten ein paar Cashewkerne dran gemacht. Ach, und hierzu habe ich dann auch noch ein bisschen Currypulver gegeben, weil ich liebe einfach alles, was nach Curry schmeckt. Ja, und das ist mein heutiges Mittagessen. Mein heutiger Nachmittagssnack fällt sehr gesund aus, weil wir werden heute Abend noch Sommerrollen machen. Das heißt, sehr viele Kohlenhydrate. Deswegen, ja, esse ich jetzt einfach nur so ein bisschen Gemüse und Obst. Ich habe mir hier so eine Viertel Gurke aufgeschnitten und eine Möhre und dann noch ein paar Erdbeeren, weil zurzeit bin ich wirklich total auf dem Erdbeertrip. Und für das Gemüse habe ich dann noch so ein kleines bisschen Kräuterquark, einfach so von Rewe. Da werde ich dann so ein bisschen das Gemüse einstippen und ja, sorry, dass es so hell ist, aber die Sonne scheint gerade so schön, ich liebe es. Wir haben uns jetzt Sommerrollen gemacht und zwar einfach mit diesem Reispapier. Dann haben wir ein paar Glasnudeln mit reingemacht, die wir schon so ein bisschen mit Sojasauce gewürzt haben. Dann haben wir noch Garnelen da drin und ganz viel Gemüse. Da waren drin jetzt Karotten, Lauchzwiebeln, normale Zwiebeln, Paprika und Gurke und dann noch so ein paar Sprossen. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Es sieht jetzt nicht so perfekt zusammengerollt aus, aber es ist uns immer relativ egal. Wir wollen die dann einfach nur schnell fertig kriegen, damit wir die essen können. Ja, und wie gesagt, das Ganze essen wir dann mit so ein bisschen Sojasauce. Ja, und das war's auch schon von meinem Food Diary. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier seht ihr nochmal meine beiden letzten Videos. Könnt ihr euch auch gerne anschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!